Was passiert im Körper nach der Einnahme von Ecstasy? Die Droge gelangt über die Blutbahn ins Gehirn. Dort erreicht sie die sogenannten Raffekerne, eine Ansammlung von wenigen Zellen, doch über ihre Fortsätze stehen sie mit großen Bereichen des Nervensystems in Kontakt. Vor allem wird das limbische System, das als Sitz der Emotionen gilt, beeinflusst über den Botenstoff Serotonin. Nervenreize werden als elektrische Signale zu den Kontaktstellen der Nervenzellen geleitet. Dort wird Serotonin ausgeschüttet. Es überträgt den Reiz auf die nachfolgenden Zellen. In diese Signalübertragung greift Ecstasy ein. Serotonin wird vermehrt ausgeschüttet und die Rückführung des Botenstoffes in die Synapse wird blockiert. Die Folge? Es kommt zu einer Flut von Impulsen. Die Empfängerzelle gerät unter Dauerstress. Diese Überreizung des Nervensystems verändert das Bewusstsein.